Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans auf der Motorräder Dortmund 2016 hier in der Suzuki World, in der riesigen. Unglaublich, oder? Wie sich das entwickelt hat. Das stimmt mittlerweile, ja klar. Aber wir sprechen jetzt nicht über Suzuki, sondern über ein neues Produkt und das mit einem neuen Mann. Genau, wer bist du bitte und was machst du? Also hallo und guten Tag hier von der Dortmunder Motorradmesse. Ich bin Vertriebsleiter bei Kugelflex System. Wir sind ein saarländisches Unternehmen und stellen unter anderem Kamerasysteme oder besser gesagt Haltesysteme für GoPro-Kameras, für Driftkameras, Smartphone-Halter, was ein Riesenthema ist und so weiter, Befestigungen halt am Fahrzeug her. Das ganze System wird aus hochfestem Aluminium gefräst, also kein Aluminiumdruckguss, auch kein Kunststoff. Deswegen haben wir auch eine sehr hohe Steifigkeit in dem Produkt halt drin, also ideal geeignet auch für GoPro. Der Clou eigentlich an der Geschichte ist, dass wir halt mehrere Systeme halt haben, angefangen von durchgebohrten Kugeln, das heißt also, wenn du am Fahrzeug irgendwo eine M5er, M6er, M8er Schraube hast, wie wir hier zum Beispiel da unten an der Schwinge sehen, dann holst du diese Originalschraube raus, machst eine 20 mm längere Schraube rein und hast somit das erste Element von diesem Befestigungssystem halt dran. Dann haben wir drei Klemmverbinder, das heißt also 50 mm, 75 oder 100 mm, das heißt also für die verschiedenen Entfernungen zu überbrücken und dann halt den jeweiligen Geräteträger, das heißt entweder GoPro-Fuß, Adaption von Smartphones, was ein Riesenthema ist, oder auch Navigationsgeräte. Ja, und so haben wir halt jetzt wirklich verschiedene Befestigungspunkte am Fahrzeug, wo wir halt sehr individuell und flexibel Plug-and-Play ruckzuck Kameras einstellen können, auch verschiedene vor allen Dingen Positionen mal machen können oder auch Aufnahmen machen können, weil sonst keiner kann. Können wir uns das da vorne mal anschauen, wie das da montiert ist, ja, wie das funktioniert? Genau. Zeige ich dir gerade. Also wie gesagt, hier haben wir also am Frontfender die Originalschraube rausgenommen und die ist mit einer M6 drin. Wir haben eine 20 mm längere Schraube geholt und halt durch diese durchgebohrte Kugel diese erste Aufnahme dann drauf. Dann haben wir halt hier diesen 50 mm Schnellspanner, das heißt also ich kann Plug and Play im Grunde genommen die Kamera von dem unteren Bereich jetzt hier befestigen, ob ich die jetzt nach vorne oder nach hinten machen kann. Durch diese beiden Kugeln habe ich halt eine extreme Flexibilität. Man kann sie jetzt hier einfach fixieren oder ich gehe... Wenn ich jetzt eine andere Fahrposition oder besser gesagt eine andere Aufnahmeposition haben möchte, habe ich jetzt hier vorher an der Gabelbrücke einen Versatzhalter montiert und kann halt hier zum Beispiel dann die Kamera auch befestigen. Und so kann ich mir halt dann am Fahrzeug mehrere Punkte aussuchen, wo ich halt dann eine durchgebohrte Kugel montiere. Und so haben wir jetzt hier zum Beispiel an dem anderen GSXR-Profi, haben wir jetzt hier unten an der Schwinge halt die GoPro festgemacht. Und so kann ich halt entweder Kameras festmachen oder Navigationssysteme oder auch wie hier vorne zum Beispiel so ein Smartphone-Halter haben wir halt festgemacht. Dieser Spreiztübel kann ich auch hier im Lenkerende festmachen, also sehr gut geeignet für Supersportfahrer im Grunde genommen. Und so kann ich das System mal kombinieren, als sei ich immer ein Lego-Baukasten für Große. Also ich kann das Ding so zusammenbauen, wie ich das will. Ja, da werde ich mich mal dran versuchen. Wir haben ein paar Teile von euch zu Hause. Genau. Das werde ich dann probieren. Genau. Und Frage ist von mir noch, gibt es da so eine Art Starterpakete, Komplettpakete oder ist alles in Einzelteilen zu haben? Also wir haben sowohl als auch in unserem Internetshop www.kugelflex.de haben wir also alle Teile drin, sowohl Einzelteile, auch konfigurierbar, als auch verschiedene Sets, wo wir halt auch verschiedene Positionen schon vorschlagen, was wir halt schon jahrelang getestet haben. Also wie gesagt, ist eigentlich der Shop ist sehr logisch und einfach aufgebaut und wir versenden auch täglich. Wie gesagt, wir stellen die Sachen alle aus hochfestem Aluminium, aus dem Vollenwert, die gefräst. Wir haben 5 Jahre Garantie, made in Germany. Und so können wir halt die Produkte ohne Zwischenhandel direkt an den Endkunden halt bringen. Das hört man gern, Made in Germany. Genau. Steht nicht mehr auf vielen Produkten, aber bei euch steht es drauf. Genau. Okay, danke, vielen Dank, Peter. Okay. Ich freue mich schon auf den Einsatz dann daheim. Es geht die Saison los, so die ersten Testfahrten. Genau, dann probiert das mal aus. Ja, okay, danke. Super, danke. Danke dir.